Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Kart 8 mit mir, den Thomas von Playergadern. In der letzten Folge kam ja mal wieder ein Spendenaufruf. Nein, es kam der Aufruf, dass ich euch darum gebeten habe, dass ihr mir ein paar Themen vorschlagt, und das habt ihr auch wieder fleißig getan. Als erstes hat mich der Tore Marx gefragt: Wirst du für FIFA 16 bzw. FIFA 16 Ultimate Team Geld ausgeben? Das ist eine sehr gute Frage. Für FIFA 15 habe ich es ja getan, ich glaube um die 20, 30 Euro ungefähr. Für FIFA 16, es ist die Frage, wenn mich das Spiel begeistert, wenn die das Spiel nicht so kaputt machen wie FIFA 15, werde ich auf jeden Fall Geld dafür ausgeben, weil ich zu faul bin, mir die Münzen zu erarbeiten und nicht gute Spiele haben will. Let's Playen werde ich es wahrscheinlich auch, aber ich werde mir höchstwahrscheinlich die PC-Version kaufen, da das wohl am sinnvollsten ist fürs Aufnehmen. Da hat man die Datei direkt mit Fraps auf dem PC, muss nicht so viel machen, und außerdem ist die Quali besser als auf der PS3. Wozu hat man sonst so einen Gamer-PC? So, die nächste Themenanregung hatte der liebe Altshare. Hater, ja. Ich glaube, da fange ich gar nicht erst an. Alles, was diese Typen tun, ist sinnlos und hat gar keinen Sinn. Ich habe das bei anderen Kanälen beobachtet, bei mir manchmal auch. Dass zum Beispiel in den ersten paar Minuten, weiß ich nicht, direkt 4, 5 Dislikes da sind. Das ist für mich auch gar keine Kritik mehr. Das ist für mich einfach nur, ja, ich weiß gar nicht selber nicht, was die damit erreichen wollen. Die denken wahrscheinlich, man kann so einen damit zum Aufhören anregen oder zum Aufregen. Das regt mich nicht auf. Mir ist das sowas von egal. Ich mache die Videos ja, beziehungsweise mein Manager hat ja gesagt, man macht die Videos ja nicht für die Hater, sondern für die, die die Videos gucken, und für die, die die Videos feiern, und deswegen macht man auch YouTube. Für die, die einen mögen und die Videos gucken und unter das Video schreiben, ein gutes Video und so. Und das ist das Schöne an YouTube, wenn man sowas macht. Und deswegen sollte man auf einen paar Spinner, in den meisten Fällen sogar nur einer, der sehr viele Fake-Accounts hat, der einen das nicht gönnt, deswegen sollte man nicht auf ihn hören, sondern einfach weitermachen, sein Ding durchziehen. Und wenn man genau diese Einstellung hat, dann kann man sogar erfolgreich auf YouTube werden und gucken, was man sonst noch so erreichen kann. So, ich würde jetzt gleich gerne auf das nächste Thema gucken, aber mein Handybildschirm ist wieder ausgegangen und deswegen werde ich einfach nach dem Rennen drauf gucken. König Bülz, werde ich die Kurve zum allerersten Mal schaffen? Ich... Klar! Ich bin trotzdem noch Vierter geworden. Das sah ja noch relativ gut aus. Ich habe die Kurve bis jetzt noch nie hinbekommen. Naja, ich darf das wohl nicht mit dem Königpilz machen. Das nächste Mal mache ich es lieber ohne. So, die nächsten Themen kamen vom lieben Hübi. Danke. Also, die erste Aussage... Ups, ich muss auf den Start aufpassen. Die er mir genannt hat, ist... Viele Ausländer halten sich asozial. Also nicht alle, aber es gibt da wirklich so einige, die das wirklich tun. Ich will jetzt nicht rassistisch oder so klingen, aber es gibt da wirklich einige. Ich glaube, ihr könnt das auch aus Erfahrung her sagen, dass es da welche gibt. Natürlich, viele sind nett, aber es gibt dann auch welche von einer anderen Sorte. Aber ich meine, nicht nur Ausländer, auch hier die Deutschen, da gibt es auch Asoziale, deswegen, ja. Okay. Damals war alles besser als heute. Kann man so eigentlich nicht mehr sagen. Das sagen zwar viele, dass es so war, aber ich bin wirklich der Meinung, dass das totaler Bullshit ist. Wenn man überlegt, was damals so von der Technik her möglich war, im Gegensatz zu heute, das ist... Ah, ne? Also damals, wenn man Hausarrest hatte, das war die schlimmste Strafe überhaupt. Wenn man heute Hausarrest hat, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil man halt diese Technologie-Sachen-Dinge hat, ne? Und deswegen... Ich hatte noch nie Hausarrest, also so ist es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das hat, dann ist es nicht so schlimm, wie man halt denkt. Aber früher war das halt viel schlimmer, weil man solche Konsolen etc. nicht hatte. Allerdings, so geldmäßig ist es heutzutage schlechter als damals, würde ich sagen. Halt die Euro-Krise etc. Der Euro ist nicht mehr so viel wert, D-Mark war besser und so, und ja. Ja, da, das ist auch wieder so... eine Meinung, wo es gespaltene Meinungen gibt. So. Deswegen würde ich einfach sagen, wir kommen zur nächsten Meinung. Beauty-YouTuber verdient Erfolg. Oh Mann, scheiße. Ich versuche das gerade zu lesen, aber wenn hier keine geraden Strecken sind.
YouTuber. Nochmal. Beauty-YouTuber verdient ihren Erfolg nicht. Ja, ist eigentlich auch unbegründet. Ich meine, das sind genau solche YouTuber wie wir. Die machen YouTube-Videos, geben sich Mühe und haben damit Erfolg. Ja gut, ich gucke mir sowas nicht an, aber für die Mädchen irgendwie passt das wahrscheinlich. Wie gesagt, ich gucke mir sowas nicht an, aber ja, das ist auch wieder so eine Meinungsfreiheit. Das ist wie im Fernsehen. Man kann halt entscheiden, was man sich anschaut. Im Fernsehen kannst du dir anschauen, ob man Assi-Sendungen guckt oder halt Filme etc. Und auf YouTube ist ja genauso die gleiche Freiheit. Man kann entscheiden, was man sich anschaut. Und deswegen ist der Erfolg eigentlich von denen verdient, weil die sich ja genauso viel Mühe wie wir geben mit den Videos. Und deswegen würde ich sagen, die Aussage stimmt nicht. Die nächste Aussage, oh nee, nicht die Strecke. Ich mag die gar nicht. Die nächste Aussage wäre, Mädchen stehen auf Arschlochgröße. Also in meinem Alter, ja. Kann ich wirklich nur bestätigen, also was ich da so teilweise sehe, da denke ich mir auch nur so, kann ich nur den Kopf schütteln. Aber ich will auch nicht weiter auf das Thema eingehen, ich könnte damit 5 Folgen füllen. Irgendwann in einem Stream vielleicht, wenn wir Mario Kart 8 streamen. So, als nächstes kommt der Easy Excessive dran. Hübi, danke an deine Aussagen. Kannst mir auch mal wieder tolle Aussagen jetzt hier unterschreiben. Wäre ganz lieb von dir. PS, vergiss nicht deine Mauern abzugraden. Und die Magiertürme und die Minenwerfer. So, jetzt kann ich runterscrollen. So. Musikinteressen, Easy Excessive. Ich höre sehr gerne Rap. Also ich habe mir jetzt mal das neue Album von Casey Rebel geholt. Ich muss sagen, gefällt mir wirklich relativ gut, läuft bei mir die ganze Zeit in den Kopfhörern. Deswegen kann ich nur weiterempfehlen. Jugendfuck! Da will man nur ein bisschen lesen und dann passiert das direkt. Jugend von heute. Oh Mann! Jein, weiß ich nicht. Also ich habe ja damals nicht gelebt, ne? Also die Jugend. Mama, jetzt kann ich lesen. Was hältst du von der Jugend von heute und von damals? Damals war, glaube ich, das meiste viel besser, weil die meisten mehr draußen waren. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich würde auch noch gerne ein bisschen so draußen chillen, aber ja, die meisten aus meiner Klasse haben nicht das Interesse, irgendwie draußen zu chillen, sondern eher drin, ne? Ja, kann ich mich auch ein bisschen verstehen, ne? Ich meine auch, wir leben in so einem kleinen Dorf, wo man beinahe nichts machen kann. Also, kein Vorwurf. Wir leben in einer Stadt, wo es nur 35.000 Einwohner sind, mit anderen Dörfern zusammen sozusagen, und deswegen, ja, wir haben hier ein Kino und ein kleines Freibad, das war's aber auch schon, und ich bin sowieso nicht der Freibad-Typ, und als ob ich noch von zweien überholt werde am Ende. Ey, das Glück ist heute auf gar keinen Fall auf meiner Seite. Der liebe GDML hat mich gefragt, kriegst du es auch hin, übers WLAN-Kabel zu stolpern? Ich glaube, irgendwann werde ich es bestimmt noch hinbekommen. Ich meine, ich bekomme wirklich alles hin. Das habt ihr noch nie gesehen. Ich kann mich noch erinnern, in der 6. Klasse Physik, mein Lehrer hat so gesagt, also wir mussten so einen Stromkreis bilden. Und da habe ich irgend sowas zusammengebildet, sagen wir es mal so. Das hat er wirklich, hat er so gesagt, dass er es noch nie gesehen hat. Und deswegen bekomme ich echt alles hin. Der liebe Flo fragt mich, guckst du auch Domtendo? Ja, sogar sehr gerne. Ich gucke mir ja meistens irgendwie abends YouTube-Videos an. Also Fernsehen schaue ich gar keins mehr. Das reizt mich überhaupt nicht. Ab und zu mal, wenn irgendwie neue Serien so im Fernsehen laufen, die ich gerne mag, vielleicht schon, aber sonst. Und auf Sky immer die Bundesliga und The Walking Dead, was wieder im Oktober anlaufen wird. Darauf freue ich mich so hart. Ich war irgendwie so enttäuscht vom Staffelfinale der 5. Staffel, weil das war so ein offenes Ende sozusagen. Und die wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann, an dem Abend war ich auf jeden Fall aufgeregt, weil ich sofort wissen wollte, wie es weitergeht. Denn das war ein blödes Ende, sagen wir so. Es war halt sehr offen und, So, das wären eigentlich alle Themen gewesen, die wir in dieser Folge bekommen haben. Ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen gut beantworten. Falls ihr wieder weitere Themen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Wäre ganz lieb von euch. Ja. Worüber könnten wir noch sprechen? Vielleicht über Nintendos Schritte etc. Und zwar Yoshi's Woolly World. Ich habe gehört, dass es bei einigen Problemen geben soll. Beziehungsweise ich bin hier auf Facebook in der Wii U Forever Gruppe. Ah, fuck, die Kurve haben wir gerade so hinbekommen.
dass das Spiel rumbuggen soll. Ich kann es nicht beurteilen, aber dass zum Beispiel die Framerate manchmal abstürzt und ich weiß momentan nicht, Nintendo hat irgendwie momentan total viele Probleme. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Nach der E3 waren irgendwie total viele Probleme da. Jetzt zum Beispiel bei Miiverse, da gab es zum Beispiel jetzt von Nintendo sogar Rechtschreibfehler und das ist, glaube ich, eher selten so. Ich weiß nicht, was momentan da los ist, irgendwie ist da der Knoten momentan drin. Hoffen wir einfach mal für die Zukunft von Nintendo, dass alles wieder gut wird und dass wieder super tolle neue Spiele rauskommen, wie zum Beispiel das neue Animal Crossing für die Wii U. Wenn keins rauskommt, wie gesagt, Nintendo, ich warne euch schon mal vor, ich werde zu euch fahren. So, das war's dann mit der heutigen Folge. Weitere Themenvorschläge unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!